Ich weiß gar nicht, war nicht hier eine, der mir irgendwie Auskunft geben kann? Es war halt mega fail, Mann. Es ist halt. Sowas ärgert mich halt wirklich. Dass halt sowas so krass schief gegangen ist. Hier irgendwo eine? Nein. Da ist nur eine. Vielleicht ist es nicht. Ja, komm, komm mal her. Weil den können wir dann vielleicht ein bisschen umbasteln. Nein. Dass er uns vielleicht... Huch. Dass er vielleicht... Ich habe was gehört. Wissen, was er verraten kann. Wow, das ist ja fast eine Festung. Na komm. So, wir hören. Geht doch. Fang an zu reden. Dein Ziel ist da drüben. Oh Mann, Alter. Mein Ziel ist da drüben? Der da, oder was? Es kann natürlich sein, dass ich einfach nur hier rausgeschossen habe mal. Soll das der sein? Nee, es ist eher so ein... Nee. Er hat doch gesagt, dein Ziel ist da drüben. Wollen die mich verarschen, oder was? Das gibt's doch ja nicht. Die Mission habe ich im Stream halt so ruckzuck erledigt. Und der will mich jetzt verarschen, oder was? So. Frag mich, ob ich wohl Zeit für eine Kampfjacke hab. So, mein Freund. Wir hören dich nochmal. Gucken, ob du mir sagst, wo der Typ ist. Fang an zu reden. Dein Ziel ist da drüben. Oder... Gute Frage, was du mit halt Ziel meinst. Es kann auch sein, dass der Typ da drin war. Egal, wir hacken jetzt mal kurz mal die Kameras und nutzen die. Ich glaube, ich bin sogar an den Kameras damals reingegangen. Wir haben mal kurz gehackt. Nein. Da ist er. So. Ja gut, ist halt... Echt bisschen nervig. Also, ohne Scheiß, das ärgert mich halt wirklich, dass das gerade so dermaßen in die Hose gegangen ist. Noch eine Etage tiefer? Ich glaube, noch eine Etage tiefer kann es sein. Oh, hi. Kann ich die auch leise ausschalten? Ausschalten. Und dann müssten wir noch eine Etage tiefer. So wie es ausschaut. Dann bin ich ja voll in die falsche Richtung gelaufen. Holy shit. Ich bin, war der Meinung, dass der Typ ganz oben war. Dabei ist der Typ ganz unten. Oder ob das auch random ist. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Ob der sich auch bewegt, inwiefern, ob das random ist oder nicht. Zack. Feindlicher Beschuss. Na komm. Ja. Zack. Meldet, was ihr gefunden habt. So, mein Freund. Tschüss. Du da. Alles okay bei dir? Wow, Alter. Ich hätte... Oh Mann, Alter, das ist halt so nervig. Guck mal, von wo ich gekommen bin, Alter. Ja, ist okay, ist okay. So, ich würde ganz gerne wissen, auf was für eine Taste mein Dingens ist. Nee, falsche Taste. Zack.
Die Taschenlampe, weil mit der Taschenlampe sieht es natürlich auch mega nice aus. Aber nun gut, egal. Och Mann, Alter, das ist halt so ärgerlich, Mann. Aber ich bin der Meinung, der war bei mir im Stream oben. Nicht hier unten. Jetzt nicht, ich habe mich verlaufen, Mann. Gib mir eine Abzweigung. Oh, really? Ich sag ja, die Kanalisation ist hier echt scheiße. Jetzt muss ich die ganze Scheiße halt wieder zurücklaufen. Und dann den richtigen Weg gehen. Obwohl, wenn es geht, gut gehen wir halt hier raus. Sollte eigentlich auch ganz gut passen. Oder auch nicht. Das heißt, wir müssen doch nochmal einen anderen Weg einschlagen. Das meine ich nämlich. Ich hasse diese Kanalisation. Ist scheißegal, in was für ein Spiel, wenn du da lang sneaken musst. Du bist jedes Mal am Arsch. Du bist halt jedes Mal am Suchen. Von wo, du jetzt gekommen bist und von wo nicht. Vor allem, wir hätten auch ruhig mal machen können. Pass auf, du kannst von da kommen und von da kommen und von da und da und da. Praktisch von überall. Und dass man halt nicht irgendwie in irgendein Gitter reinrutscht. Und da war ich. Ich musste einmal komplett draußen rumlaufen. So ein Schwachsinn, Mann. Achso, apropos. Sieht, was mir auch gerade einfällt. Mit Kurz-Let's Play und sowas. Was auch noch kommen wird, ist IGI. Project IGI ist ein relativ altes Spiel. Da wird es aber wahrscheinlich viel gecuttet werden und sowas. Aber das werdet ihr dann sehen. So, 14 Minuten, Alter. Holy shit. Amasi befindet sich in einer Fabrik im Untergrund der alten Minen. Die Endphase lautet, ein Kernreaktor für die Gesellschaft 23. Gott. Dank deiner Sabotageaktion am Bahnbetriebswerk konnten sie nicht an ordentliche Kühlmittel kommen. Die Lieferung von schwerem Wasser aus Russland kam nie an. Die Russen haben wohl einen Rückzieher gemacht. Man kann schweres Wasser ja nicht einfach rumplatschen lassen. Der Backup-Plan beinhaltete Zentrifugalabscheider. Aber das führte auch zu keinem großen Erfolg. Zu viel sinnloses Suchen nach falschen Teilen. Frank hier. Die vom JSOC-Agenten gesammelten Daten wurden endlich entschlüsselt. Flossdorf stellt Yellowcake her. Wir reden über eine atomare Katastrophe ersten Ranges. Wir haben nur eine Möglichkeit, Flossdorf und seine Leutnants in einem Rutsch auszuschalten. Korrekt. Ohne die Ausbildung und Finanzierung durch die Gesellschaft 23 sind die Separatisten nur noch zankende kleine lokale Machthaber. Nachdem David verschwunden ist, trennen die Separatisten sich bereits. Und wenn Flossdorf fort ist, ist die Mission von JSOC zu Ende. Robert könnte noch immer nützlich sein. Lass mich... Das ist ein Nein von ganz oben. Du kannst nicht erwarten, dass ich... Nein. Ein direkter Befehl von den obersten Befehlshabern. Ende. Jo. So, wir suchen uns unseren Hauptquartier. Gehen zurück zum Hauptquartier und schauen nochmal... Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen haben wir denn noch? Ist das die letzte oder vorletzte? Bin mir ehrlich gesagt gar nicht gerade überhaupt nicht sicher. Das war's, Leute. Es geht ums Ganze. Alle bereit? So bereit wie irgendwie möglich. Genug Melodrama. Weiter mit dem Programm. Haben mir erlaubt, ein paar Informationen über die Anlage zu sammeln, auf die ihr zustimmt. Es ist eine Uranmine aus der Sowjetzeit. Schon seit den frühen 90ern verlassen. Wissen wir, was uns erwartet? Im Inneren? Keine Ahnung. In Anbetracht der Lage... Würde ich aber starken Widerstand erwarten. Wie lautet der Plan? Von einer Erhöhung mit klarer Aussicht könnte ich Deckung geben. Wenn sie dich bemerken, werden sie Unterstützung rufen. Ich kann dafür sorgen, dass ihr Funk genauso tot ist wie dein Sozialleben. War das ein Witz? Wow, sie hat ja doch Charakter. Ich knall euch gleich ab. John, du gehst hinein. Von dort aus weißt du schon, was zu tun ist. Finde Flossdorf, überwältige ihn und bring Robert heim. John... Du weißt, das wird nicht einfach. Wenn Robert nicht mitmacht, musst du... Ich bringe Robert nach Hause, Frank. Alles klar. Na gut. Jeder kennt seine Rolle, John. Du gibst den Befehl. Aber du solltest darauf nicht ewig warten. Wir sollten es hinter uns bringen. Sims, Ende. Bleibt in Verbindung. Ich sage, wenn es Zeit ist. Alright. So, da ist der Laptop. Wir gehen, ich glaube, zum letzten Mal an den Laptop. Können noch mal ganz kurz in die Statistik gucken. Completist, genau, abgeschlossene Hauptmission. Das ist jetzt die letzte Mission. Tiefgehendes Ende.
Tiefgehendes Ende. Infiltriere die Bergbauanlage, in der du hoffentlich Robert finden wirst. In der Anlage gibt es einen laufenden Atomreaktor, der instabil sein könnte. Rechne mit erbittertem Widerstand der Separatisten und der Handlanger der Gesellschaft 23. Auf geht's. Zusammenfassend, deine Mission ist es, in die Bergwerksanlage einzudringen, wo wir, wie wir hoffen, sowohl Robert als auch Sergei finden. Du kannst mit heftigem Widerstand von den Separatisten und den Schlägern der Gesellschaft 23 rechnen. Raquel und ich gehen zuerst, um das Gebiet auszuspähen. Bleibe in Funkkontakt. Die Bergwerksanlage ist in zwei Teile geteilt. Der obere Teil und die Tunnel darunter. Sobald du einen Weg nach unten gefunden hast, bist du auf dich allein gestellt. Wir versuchen, Fluchtrouten zu entdecken. Setz alle deine Fähigkeiten ein, John. Sieh dich um und nutz deine Umgebung. Ich werde dich mit der vollen Unterstützung der JSOC-Echtzeit-Satellitenbilder überwachen. Die großen Jungs haben endlich ihre teuren Spielzeuge rausgeholt. In Ordnung, Leute. Bringen wir das zu Ende. Alright. Wait, what? Wo muss ich denn hin? Achso. Wartet mal. Das können wir einmal so tun. Obwohl, ich hätte doch vorher abkürzen können, ne? Egal. Und dann fahren wir von hier aus nochmal einen Meter weiter. Ja gut, infiltriere den oberen Teil der Mine. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und bei einer Stunde 35 bin ich jetzt, ist natürlich ein bisschen... ohne Scheiß, das kotzt mich halt immer noch an. Dass ich das halt nicht hingekriegt habe. Aber nun gut, egal. Ist denn halt nun mal so. So, und jetzt sind wir wieder bei der Mine. Achso, hier sind wir, stimmt. So, hier gehen wir nochmal langsam ran. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie was ist. Ich bin in Position. Ende. Ich bin auch bereit. Beim Ausspähen fiel mir ein Typ auf, der den Fahrstuhl verließ und ihn mit der Schlüsselkarte verriegelte. Du musst dir seine Karte holen, um nach unten fahren zu können, John. Das verkompliziert die Dinge. Okay, okay. Konzentrier dich. Der Typ mit der Schlüsselkarte muss da irgendwo sein. Schau dich nach einer Art Anführer um. Bin da. Okay. Ich kann das obere der Mine sehen. Gut. Versuch dir die Schlüsselkarte vom Anführer zu holen. Vielleicht gibt es irgendwo einen weiteren Eingang. Seh dich ein wenig um. Ja. Finde den versteckten Eingang oder eliminiere den Anführer und hol dir dann da drüber die Dingensbummens. Ich habe schon hier die falsche Taste gedrückt. Na egal, jetzt... Ich kann mich... Doch, jetzt kann ich mich bewegen. Ja gut. Dann würde ich sagen, wir gucken, ob wir vielleicht den Anführer finden. Wir werden uns nochmal ganz kurz hier positionieren. Mit dem Snipergewehr. Und dann würde ich ganz gerne loslegen. Stunde 37, wie gesagt. Ich habe den Mann mit der Schlüsselkarte da gefunden. Ist der. Das war's. Hol sie dir. So, als erstes nehmen wir den Sniper weg. Dann werden wir den Sniper wegnehmen. Ich habe jetzt nicht gedingenst. Alter, wie meine Frames halt mal droppen. Warum kriege ich jetzt nicht noch mehr Dingens? Warum bin ich gerade auf so wenig FPS gedroppt? Ich droppe hier gerade auf 30 FPS. Ich weiß nicht warum. Den Typen würde ich ganz gerne erstmal killen. Also sorry, wenn es halt leckt. Was? Na gut. Wenn es laggy oder sowas ist, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf 30 FPS droppe. Ich habe keine Ahnung. Ob da irgendwie ein Spielfehler oder sowas ist. Meine GPU ist auch nicht der Flaschenhals. Ende. Ich bin auch bereit. Beim Ausspähen fiel mir ein Typ auf, der den Fahrstuhl verließ und ihn mit der Schlüsselkarte verriegelte. Du musst dir seine Karte holen, um nach unten fahren zu können, John. Das verkompliziert die Dinge. Okay, okay. Konzentrier dich. Der Typ mit der Schlüsselkarte muss da irgendwo sein. Schau dich nach einer Art Anführer um. So, den nehmen wir mit. Ich werde den Typen trotzdem nochmal scannen. Okay, geht nicht. Ist da einer drin? Nein. Komisch, jetzt bin ich auf 50. Es ist total eigenartig. Ich weiß es nicht, ob die... normalerweise zieht die Dingens doch gar nicht so viel. Ich habe den Mann mit der Schlüsselkarte gefunden. So. Das war's. Bin da. Hol sie dir. Ich kann das obere der Mine sehen. Gut. Versuch dir die Schlüsselkarte vom Anführer zu holen. Vielleicht gibt es irgendwo einen weiteren Eingang. Seh dich ein wenig um. Ja, ich könnte natürlich auch den versteckten Dingens nehmen. Ich weiß, ich habe gerade keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube aber, dass ich den gefunden hatte damals.
Aber na gut. Ich werde es jetzt so machen, dass ich versuche, die Schlüsselkarte zu bekommen. Da es doch relativ easy sein sollte, den Typen da wegzuholen. Hoffe ich zumindest.